Jo Leute und herzlich willkommen wieder zum neuen Video von mir. Ich bin's wieder, euer Andi. Und ich habe euch ja versprochen, ich zeige euch mal meine Buggies. Aber das ist nicht Hauptvideo von heute, aber ich wollte es euch mal zeigen. Das ist mein Spectre, ja, von Carson. Das ist noch das erste Modell mit der Megahertz. Fernsteuerung, man sieht es hier an der ewig langen Antenne, das ist noch Megahertz, wirklich ja, Megahertz, Gigahertz, Megahertz sind noch mit so Radiofrequenzen, das heißt, wenn jemand auffährt in der Umgebung mit der gleichen Frequenz wie ihr die habt, dann wird es passieren, dass der andere euer Auto steuert. Ja, das heißt, wenn der Gas gibt, dann gibt der auch Gas. Ja, weil der erkennt, okay, wir haben die gleiche Frequenz, wir passen zusammen und dann gebe ich auch Gas. Ja, das ist meine Spectre, erste Generation. Der werde mal umbauen auf Gigahertz Fernsteuerung. Aber mal andere Video mehr. Kommt erstmal weg und das ist der Carson Spectre 2. Das ist die zweite Generation. Ja, ich habe hier schon den Überzug ein bisschen runter gemacht, weil der hat ein bisschen ein Problem. Ja, das ist auch ein Verbrenner, aber im Gegensatz zum anderen hat der hier viel kürzere Antenne. Ja, das liegt daran, dass der schon auf 2,4 Gigahertz umgerüstet ist. Ja, aber so wie der federt, hat er auf jeden Fall ein Problem mit der Federung. Ja. Und man hört es auch hier drinnen. Ja, der federt auch einfach nicht mehr so schnell hoch, wie er sollte. Jetzt nehmen wir mal kurz den Rode. Mal zum Vergleich, da habe ich die Stoßdämpfer erst neu gemacht. Ja. Zack, der springt gleich direkt hoch. Ne? Zack, oben. Jetzt nehmen wir den Grüne. Ja, man hat es gesehen, ne? Der braucht eine Weile. Runterdrücke. Loslasse, der braucht eine Weile, ne? Der Rote hingegen, au, jetzt verklemme ich hier mir auch noch die Finger. Der Rote hingegen, loslasse, springt gleich hoch, ne? Ja, die Dämpfer habe ich auch schon neu gemacht. Das ist ja der aus dem Unboxing. Ja, aber was damit passiert ist, immer andere Video. Heute kümmern wir uns um was anderes. Das ist Motor aus dem grünen Spectre. Das ist so ein Billo-Mischt-Motor. Also so ein Motor solltet ihr euch niemals kaufen. Ja? Das ist der billigste vom billigsten Schrott. Ja? Egal, und wenn er nur 15 Euro oder 20 Euro kostet, nicht kaufen. Ja? Dann schauen wir uns auch an. Das ist da der, wo es mir das Pleuel abgerissen ist, obwohl der Motor nicht lang gelaufen ist oder nicht viel, ne? Drei Tankfüllungen, ja, also zwei Tankfüllungen gelaufen im Standgas, dann Halbgas eingefahren und mit dem dritten Tank ist Pleuel abgerissen und so, ne? Den schauen wir uns auch noch an und heute geht's um dieses süße Teil hier, ne? Also wirklich süß, ne? Wenn man sich das mal so anschaut. Ja. Aber 3,5 Kubik und 3 Kubik. Oder 2,5 Kubik. Ja, das ist 2,5 Kubik und das ist 3,5 Kubik. Ja. Also 2,2 PS, 1,6 PS. Ja, das hört sich nach wenig an. Aber wenn man überlegt, dass so ein Auto 4-5 Kilo wiegt,
Ja, so zwischen 1,5 und 2 PS, so 2,1 PS liegt, dann ist es schon enorm, ne? Ja, weil Roller, standardmäßiger Roller hat so 80, 85 Kilo und ja, so 2,5 PS. Ja, und dann kommt ihr mit 4, 5 Kilo Gewicht und mit so einem Motor um die Ecke mit 2,2 PS und Maximaldrehzahl bis 34.000 Umdrehungen. Ja, das müsst ihr euch mal reinziehen, ne? So ein kleiner Motor. 34.000 Umdrehungen, das schafft kein High-End-Motorrad. Ja, also Yamaha R1 packt das nicht, Kawasaki Ninja packt das auch nicht. Ja, 34.000 Umdrehungen mit 3,5 Kubik. Ne? Also, ne. Aber den Motor schauen wir uns heute an. Den habe ich schon mal gemacht. Und der hat gesagt, ah, der blockiert immer, nach 2 Meter fahren geht er wieder aus und dann blockiert er. Und dann habe ich gesagt, ja, dann dreh mal die Glühkerze raus und zieh mal. Einfach, weil der ist dann wahrscheinlich abgesoffen. Ja, da ist zu viel Nitro im Motor drinne und der verdichtet halt wie Sau, ne? Also die Dinger haben so hohe Verdichtung, die brauchen nicht mal einen Kolbering. Ja, ohne Scheiß, ja, die brauchen keinen Kolbering. So hoch verdichtet die. Und wenn er zu viel Nitro im Motor hat, ja, dann tut er zu hoch verdichten. Ja, und dann kann das auch sein, dass ihr euch den Starter hier abreißt. Und da ist schon nicht mal Tank dran. Ja, und man muss sich schon ein wenig anstrengen. Ja. Also, das ist nichts für ein bisschen Zahnstocher, ne? Ne, Spaß beiseite. Aber ich habe ihm gesagt, dreh die Glühkerze raus, zieh mal und ein Tuch drüber, immer ganz wichtige Tuch drüber, ziehen, dass dann Nitro der überschüssige oben rausschießt, Glühkerze rein, geht immer noch nicht. Dann Vergasereinstellung mal ein bisschen zurückschraube und so, ne? Und ah, nee, und Motor, irgendwas spinnt da und bla, aber wenn er läuft, dann läuft er. Aber nach 2 Meter geht er aus. Das ist ein Indiz dafür, dass der zu fett läuft. Ja, aber egal. Er wollte es so, dann nehmen wir mal den auseinander. Und dann ist es so. Darum geht es heute. Den nehmen wir heute auseinander. Komplett. Versuche es zumindest mal. Ne, den werden wir schon auseinanderkriegen. Das Wichtigste ist, bevor ihr den komplett auseinander nimmt, mal mit ja, so Metallreiniger oder so, der chrome Schmutz außenrum alles mal wegmachen, bevor ihr irgendwas wegnimmt, Luftfilter, Vergaser oder so, mit Metallreiniger oder so mal ein bisschen außenrum den groben Schmutz wegnimmt und mit dem Kompressor, wenn ihr einen habt, mal abspüle oder abpuste. Und dann kann man schon loslegen hier. Luftfilter runter. So, zack. Dann brauchen wir unsere Werkzeugbox. Das ist die hier. Und man braucht andere Box mit Imbus. Eventuell noch die andere Box mit Schraube drin und so. Das ist wirklich ja, unverzichtbar, so Box mit Schraube und so, und wenn man irgendwas braucht. Und dann schnappen wir uns hier mal so ein paar OP-Handschuhe. Ja, das ist auch wichtig, weil der Schmutz, ich will nicht an den Finger haben und das sind ja Nitromotoren. Ja. Und ich will den Schmutz nicht an den Finger haben. Wobei der Motor auch eigentlich geil ist, weil der ist ja schon auf Zweigang getuned und den Zylinderkopf habe ich vor 3 Jahren mal bearbeitet, also abgedreht, dass die Verdichtung höher wird,
Ja, da wurde es dann richtig geil mit dem Motor. Kann auch sein, dass das Tuning dem nicht so gut behagt hat oder nicht so gut vertragen hat. Ja, dass er dann klemmt. Aber ich glaube nicht, der ist jetzt 3 Jahre gelaufen mit dem Tuning und war kein Problem. Ne? Aber egal, wir nehmen das Ding mal auseinander. Schauen wir mal. Habe ich einen Haufen Zeug hier. Schraubezieher, nehmen wir hier erstmal den Pultstarter ab. Okay, hier ist noch ein. Okay, das sind 2 Schrauben drin von 4. Auch nicht so super. Das werden wir auf jeden Fall ändern. Okay. Hä? Okay. Auf dem Werkzeug finde ich nichts. Nehmen wir den Letterman. Weil da ist nämlich noch so ein Lager drin. Hätte ich eigentlich gern raus gehabt. Ja, das ist Freilauflager, ja, wo eigentlich hier auf der Welle, Kurbelwelle drauf liegt. Ja, das sitzt hier so drauf. Wenn ihr zieht, andersrum, ja, ihr zieht. Ja, der Motor läuft und dann läuft er hier in die andere Richtung frei durch. Ja, das ist Freilauflager, dass einfach der Starter nicht mehr mitdrehen kann. Okay, das haben wir auch. Jetzt nehmen wir den Auspuff ab. Hier Imbus. Imbus, Imbus. Passende erstmal finde. Das ist er nicht. Immer die Werkzeugsucherei hier. Haben wir hier Spezialkiste, wo so Imbus-Dinger drin sind. Jo, das ist er. Muss man sich auch ein bisschen beeilen, dass das Video nicht zu lang wird für euch und auch nicht zu langweilig. Jetzt drehen wir hier ratzfatz den Auspuff ab. So kleine filigrane Schraube, aber elendslang, immer elendslang. Unglaublich, da meint er gerade, er dreht ins Leere. Ja, hier sieht man auch, ja, da kommt noch einiges Nitro raus. Ja, was halt auch ein Zeichen dafür ist, dass er halt auch abgesoffen ist. Ne? Und deswegen habe ich auch gesagt, dann kann der Motor schon blockieren. Ne? Ja, deswegen Glühkerze raus. Mal durchdrehen, weil da einfach zu viel Nitro im Motor ist, aber ne, da blockiert und da stimmt was nicht, dann nimmt den Ding auseinander. Okay, dann erfülle mal ihm doch den Wunsch und nehme den Motor auseinander, wenn er meint, da stimmt was nicht. Aber mir werde den Motor in dem Video auch nur auseinandernehmen und im anderen Video dann wieder zusammenbauen, weil es schon relativ spät. Wir haben jetzt kurz nach 12.
Ja, zack, Auspuff ab. Also das ist nicht so wie beim Roller, ne? Mal schnelle Drossel rausgebohrt oder so, ne? Das ist wirklich ganz anders, ne? Und der Auspuff, ja, man sieht es, das ist so groß wie meine Hand. Und der Motor ist sowieso, ne? Der Motor, komm, der passt gerade in meine Hand rein. Oder meine Hand ist größer wie der Motor und 1,4 PS, ne? So. Und ja, der hat jetzt so Leistung von auf Vollgas bis 32.000 Umdrehungen. Ja, 32.000 Umdrehungen hat das Ding, ne? Aber bringt nichts, wenn er nicht läuft. Dann kann er trotzdem mit seinen 32.000. Dann rase ich trotzdem mit dem Fahrrad an ihm durch, ne, wenn er nicht läuft. So, dann gucken wir, dass wir den Vergaser hier abkriegen. Zack, zack. Danke. Da fliegt die Auspuffschraube noch raus. Zack, zack. Was ist hier mit dem Vergaser los? Oh ne, oder? Oh ne, oder? Das sind jetzt so filigrane Kackschrauben. Ja, also das ist jetzt kein so Force-Motor, wo man hier beim Imbus mal schnell hier rein kann, aufdrehen und nichts. Ne, jetzt muss ich hier noch mit dem Leatherman. Ja, dann muss man das noch hier reindrücken. Zack. Und dann kann man den Vergaser hier abziehen. Okay. Aber das sieht aus wie fast neu, ne? Und Verdichtung perfekt, ne? Aber ne? Er will, man solle den auseinandernehmen, dann nehmen wir den auseinander, dann hat er sein Seele Friede. Machen wir hier noch die Glühkerze raus, dann hat er sein Seele Friede. Wir haben ihn auseinandergenommen. Er hat auch gesagt, ich soll es im Video zeigen, dass es schauen kann, dass ich ihn auch auseinandergenommen habe. Wenn ich sage, ich nehme den auseinander, dann nehme ich den auseinander. Ja, und sagt nicht, ja, nee, ich habe ihn auseinandergenommen und doch nicht. Ne? Also, ihr kennt mich, ne, mit Rollervideos und so. Ne? Wenn ich sage, ich nehme den auseinander, dann zerlege ich den. Was ist jetzt los? Was ist denn hier los? Hä? Was ist das jetzt? Kein Imbus oder was? Das Ganze ist aber nicht sein. Doch, ist Imbus. Aber... Hä? Bin ich jetzt bescheuert oder was? Jetzt ist das irgend so spezial oder was? Nee, oder? Das kann es jetzt nicht sein, oder? Das kann es jetzt nicht sein. Doch, ist im Bus. Jawohl. Ist ja klar. Fliegt mir ja die Kacke auseinander hier. Aber, hä? Das ist die richtige Größe, aber geht nicht rein. Warum nicht? Zugezogen. Gibt's ja gar nicht.
Ne? Da ist wichtig, dass man alle erstmal so ein bisschen vorlöst. Ja, dass die Spannung erstmal ein bisschen weggeht. Und nicht eine losdreht und gleich alle und gleich rausdreht, sondern erstmal alle vier Kopfschrauben löst. Und dass die Spannung erstmal weg ist. Und dann kann man wahlweise alles ausdrehen hier. Ja, wichtig ist halt auch zu wissen, wo welche Schraube hingehört nachher. Zack. Das sind solche Schrauben. Mal etwas ganz anderes wie Zylinderkopfschraube, ne? Von einem Yamaha Aerox oder so. Ne? Ich hoffe, dass wir das Video jetzt nicht so arg ziehen. Sonst wird es auch irgendwo langweilig. Aber wir werden auch noch Fahrvideos machen mit den Spectre. Werden wir auch noch machen. Muss ich nur genau überlegen, wie ich das genau mache. Weil alleine filmen und alleine fahren und so, kann man sicher denken, dass das ein bisschen schwierig wird. Da muss ich mir eventuell einen Kameramann suchen, wo das dann übernimmt. Zack, rabiat. Wie aus dem Lehrbuch. Willst du nicht, dann brauche ich Gewalt. Brauchst du dich gar nicht vor mir verstecken hier. Habt ihr gesehen? Ja, der. Wollt sich verstecken vor mir, die Schraube. Unglaublich. Es hat keinen Sinn. Du musst raus. Ja. Und da werde jetzt wahrscheinlich auch noch Schraube, so Dichtringe drunter sein unter dem Kopf. So. Zick. Ja. So, zack. Kopf ab. Kolben da. Ja, sieht man ja. Ja. Das ist Zylinderkopf. Ja, hier Brennraum. Ja, und der Brennraum ist sogar kleiner wie mein kleiner Finger. Ne? Also unglaublich, ne? Also mega klein. Aber mir fällt auf, okay, der braucht gar keine Dichtringe. Aber da muss eigentlich einer drunter. Aber der fehlt hier. Und wie ich den Motor auseinandergenommen habe, weiß ich hundertprozentig, dass ich da einen Dichtring reingemacht habe. Ja. Aber egal, ich diskutiere da nicht. Ich werde den sowieso ersetzen dann. Ja. Weil der Motor muss so zusammen, wie er gehört. Das legen wir mal auf die Seite. Und dann kann man eigentlich die Hülse rausnehmen. Aber will nicht. Dann gibt es einen Trick. Nämlich Kabelbinder. Dann kann man den so knicken. So zusammenknicken. Dann fährt man den Kolbe hier runter und geht dann hier mit dem Kabelbinder in den Auslass rein. Ja, und dreht dann nach oben. Und eventuell, ja, entweder schneidet es ihn ab oder hier die Hülse rutscht nach oben. Aber irgendwie nicht. Warum nicht? Probieren wir es halt nochmal. Vielleicht
mit der stabilen Seite hier. Seht ihr? Ich mach's nochmal. Ja. So ist er drinnen. Und dann dreht ihr den hoch. Seht ihr? Zack. Ja. Den Kopf hat es jetzt abgeschnitten. Aber. Steckt es hier noch drin. Ja. Den Kopf vom Kabelbinder hat es abgeschnitten. Aber die Brennraumhülse, also die Zylinderbuchse, ist draußen. Aber das sieht man auch schon. Die ist auch schon ziemlich angelaufen. Ja. Aber im Großen und Ganzen eigentlich noch ganz okay. Da habe ich gar keinen Schmerzen mit. Jetzt hängt da nur noch der Kolbe drin. Ja. Und da muss man sich auch gar keine Sorge machen, weil die Dinger haben keinen Kolbering. Ohne Scheiß, Leute. Ich zeige euch das. Wir nehmen das Ding auseinander. Ihr seht es live, ich schneide ja nichts. Und wir nehmen das Ding auseinander. Und ihr seht, das Ding hat keinen Kolbering. Ich schwöre es euch, das Ding, so Motor dreht so hoch, dass da gar keine, der hat so hohe Verdichtung durch die Drehzahl, dass da gar keine Kolbringe braucht. Ja, hier, Kreuz. Jetzt nehmen wir hier die Platte ab vom Kurbelgehäuse. Ja, das ist anders wie beim Roller. Ne? Ihr kennt ja meine Videos, wo ich einen Motor auseinandergenommen habe und so, ne? Also ja, da ist eben so ein Blättle. Ja, hier, zack, zack. So ein paar Schräuble raus, vier Stück. Zack, zack. Dann Platte ab. Hier nichts mit heiß machen und so. Ja. Und hier sieht man auch schon das Kurbelgehäuse. Ja. Also hier oben Kolbe. Ja. Und hier das Pleuel. Ja. Hier ist das Pleuel. Das sieht man hier. Das Pleuel, Kurbelwelle. Ja, aber da habe ich jetzt eigentlich auch gar keine Schmerzen damit, ne? Dann hier das Gegenteil von dem Pleuel, wo dann hier so einrastet. Das kann man auch einfach ohne Hitze und so rausziehen und wegschmeißen. Ne, natürlich nicht wegschmeißen. Aber das ist alles so Kleidbuchse. Ja, also viel entspannter wie mit Roller rumschrauben und du musst den Motor heiß machen, 120 Grad und Kurbelwelle. Nee. Das ist alles Gleitbuchse. Ne? Da ist ein Lager drin, zack, zack, rein, zusammenschrauben und gut. Und Freundin ist zufrieden. So, jetzt werden wir mal gucken, dass wir den Kolbe hier rauskriegen. Störig, wer weiß, stellt sich an wie meine Freundin. So. Dann kann man einfach so aushängen und das ist Kölbele, ja. 3 Kubik, ja. Das ist mein Zeigefinger und das ist die Kolbe, ohne Scheiß. Ja, und gelogen, da ist eine Nut, Fokus, ja, da ist eine Nut, aber kein Kolbring drin, wenn das fokussieren wird. Will aber gerade nicht, aber da ist eine Nut drin,
wo dann Druckausgleiche tut, aber kein Kolbering. Ne? Und ihr seht ja, ne? Das Ding ist so winzig. Ja, mein Zeigefinger ist dicker wie der Kolbe. Ja, also, unglaublich, ne? Also, so. So, jetzt ist der Motor soweit leer. Kurbelwelle ist noch drin. Jetzt nehmen wir hier die Kupplung runter. Dazu brauchen wir Dr. Schwester Herz. Das solltet ihr so nicht tun, wie ich es jetzt mache, sondern ich nehme jetzt hier einfach Latex-Handschuh als Schutz, dass man hier das Schwungrad nicht kaputt macht. Ja. Das mache ich hier drum. Dann klemme ich das hier so ganz zart ein, wie man das halt immer so macht. Ganz zart. Alles filigran. Und dann schraubt man hier die Kupplung runter. Zack, nur öffne, das war's schon. Und dann kann man die hier runterschrauben. Zack, Schraube raus, Kupplung runter und das ist jetzt zwei Gang, ne? Erster Gang, zweiter Gang. So, dann legen wir das alles beiseite. Oh, also das ist ja eine super easy Kupplung, Mann. Keine Schraube, Clips, schön. Eine Vorspannfeder außenrum. Super easy, Alter. Nix wie hier mit den Force-Motoren. Hier mit muss man hier fünf Federn drunter machen. Ne, drei. Fünf sind es nicht, aber drei. Aber hier die richtig easy. So richtig schraubezieherfreundlich. Hier den Clip raus. Zack. Das ist auch einfach nur so Sprengclip. Ja. Super easy Dinge. Da kann man sogar die Kupplung auch gerade so runterziehen. Also, wieso habe ich vorher nicht RC gemacht und rumgehängt mit der Muschi-Plastikrolle da? Also, das ist die Kupplung, die Feder, zieht es dann hier auseinander und so. Aber das kann ich noch besser zeigen. So, dann haben wir hier noch die Mutter. Jetzt müssen wir nochmal, ja, da ist noch so eine Mutter drauf. Ja, wo die Schwungscheibe auf der Kurbelwelle hält. Ja, wieder fixieren. Schwungrad. Fixione. Und dann nur passende Schlüssel. Die Mutter lösen. So, gelöst. Was? Was ist das? Ja, gelöst. Ja, kann man die hier runterdrehen? Hat man hier die Mutter vom Vater. Ja, und dann kann man die Schwungscheibe eigentlich nicht so einfach abziehen, aber das ist ein alter Motor. Und da geht es anscheinend so einfach. Ah, okay, das ist nur so Konusscheibe. Und hier die Schwungscheibe ist hier nur aufgesetzt. Hä? Aber das ist
Das kenne ich nur vom Flugzeugmodellbau. Ja, also so Verbrennerflugzeuge haben solche Motoren. Hä? Okay. Ganz filigran. Egal. Ja. Das haben wir jetzt alles auseinandergenommen und ihr seht, der Motor wird ja immer kleiner, ne? Ja. Jetzt ist nur noch Rumpfmotor und Kurbelwelt drin. Und ich habe die Motorhalter hier. Das sind die Motorhalter. Und dann nicht mal abgeschraubt. Ja. Ja. Jetzt könnte man eigentlich die Kurbelwelle einfach so rausdrücken, wenn es denn will. Anscheinend nicht. Okay. Dann brauche ich Gewalt. Kann man natürlich ein bisschen drauf klopfen. Und das ist die Kurbelwelle. Ja, sind so immer moderne. Ja, also, ganz viele Krane. Das Zeug. Und, riecht wie Nitro-Motor. Das Kurbelwelle-Lagerle da drin. Ja, ich kann mal von der anderen Seite kommen, vielleicht. Ne, passt nie. Ja, aber hier seht ihr das Kurbelwelllager. Ja, wo hier gestützt wird. Ja, und das Lager hier vorne, wo die Kupplungsscheibe drauf sitzt. Ja, das wird dann hier vorne gestützt. Hier auf der Fläche. Hier Kurbelwelllager und hier das andere Lagerle. Ja, und hier wird dann die Kupplung wieder aufgebaut. Und hier steckt dann das Pleuel drin vom Kolbe. Das sieht dann so aus. Ja. Und hier drauf wiederum steckt dann die Platte nachher auf dem Motorgehäuse. Das kommt dann hier dann in die Nut rein, dass es hier dann geführt wird, ja, von dem Gestift. Also filigranes Zeug, ne? Aber Motor ist zerlegt, leer, wie man sieht. Dann werde ich jetzt komplett sauber machen, reinige. Und im nächsten Video werden wir den dann komplett wieder zusammenbauen. Und wenn ich schaffe, irgendwas zu bauen, dann können wir dann eventuell sogar testen, ob er funktioniert oder wieder läuft. Aber da muss ich noch ein bisschen was bauen. Weil ich will da noch einen Universal-Motor-Tester bauen. Und auch mit so einem kleinen Plastikkanister, wo Wasser drin ist, wo dann die Auspuffgase ins Wasser reingeht und durch Wasser, durch das Wasser dann die Auspuffgase geklärt werde, ja, dass am Ende absolut keine Schadstoffe mehr entstanden sind. Ja, also die Abgase gehen ins Wasser rein, durch das Wasser, durch die Wasseraufwirbelung wird dann die Abgase geklärt, gereinigt. Und am Ende geht es nochmal durch zwei- oder dreischichtige Filter und am Ende kommt nur noch Luft raus. Ja. Und somit kann man so einen Motor dann auch in der Wohnung laufen lassen, ohne irgendwelche Probleme. So einen Motor solltet ihr so nie in der Wohnung starten oder sonst irgendwas. Ja, immer in die frische Luft, weil das ist mega gefährlich. Das sind Nitro-Motoren, das sind Hochleistungsmotoren. Die laufen mit so Nitromethanmischung und absolut gefährlich, ja, und auch hochexplosiv und immer weg von kleiner Kinderstelle. Ja, also das ist kein Spielzeug. Das sind Hochleistungsmotoren, wie gerade gesagt, und absolut null Spielzeug, ja, für kleine Kinder. Ja, und absolut aufpassen mit so einem Zeug, ne, in der Wohnung nie starten. Okay? Und ja, ich werde das jetzt komplett alles sauber machen.
alles reinige. Und dann werde man im nächsten Video dann wieder zusammenbauen. Das Video hat ja eh jetzt schon wieder 40 Minuten. Und im nächsten Video bauen wir den Motor zusammen. Und über den übernächsten Video schauen wir uns meine Cars and Spectors an. Was damit gemacht worden ist, was ich getuned habe und alles drum und dran. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Andi.